Okay, Kira hat recht. Und du hast auch recht. Ja. Du hattest die ganze Zeit recht. Ja. So, hast du schon geändert? Weil oben sieht schwarzer Bildschirm aus. Oh, ich bin aufs Falsche gegangen. Ja, dann sieht man es halt gar nicht, Der genau. goldene Schnitt. Ich kann sagen, was der goldene Schnitt ist. Ich weiß es auch, das hat was mit Fotos zu tun. Ja. Im Bild siehst du einen Kuchen in Form einer 6. Du willst ein Foto davon machen? Nein, du musst ihn mit einer geraden Linie durchschneiden, damit zwei Zahlen entstehen. Wie kannst du den Kuchen schneiden, um das was? Wie kannst du den um das größtmögliche Ergebnis zu erreichen, wenn du die beiden Zahlen addierst? Wie lautet dieses Ergebnis? Also ich denke mal, wir beide haben eine. Hä? Du denkst was? Ich glaube, wir haben eine Zahl schon mal im Kopf, aber die ist niedrig. Ja, nee, die Zahl hätte ich sowieso ausgeschlossen. 1 und 0 ist Blödsinn. Warte mal, ich mach mal eine Notiz. Hier durchschneide. Sieht das dann noch? Kommt darauf an, ob es zählt. Das ist ja eben, das ist ja das Blöde, ob dabei wirklich Zahlen rauskommen, ne? Also, ob das als Zahl zählt bei mir. Also ich hätte, also wir machen das mal besser wieder gleichzeitig, dass wir beide gleichzeitig ein Ergebnis eingeben. Kann ich nicht. Warum kannst du nicht? Weil ich deine Idee noch gar nicht habe. Muss ja nicht meine Idee haben. Ich will aber gar nicht einfach irgendwas Ja, du eingeben. musst doch nicht irgendwas eingeben. Meine Idee wäre auch vielleicht sogar Schwachsinn. Aber anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und am Ende ist es wirklich eins. Es ist nicht eins, es ist null. Nein. Also ich würde es gerne probieren. Ja, mach doch. Okay. So, noch mal kurz im Kopf addieren, nicht, dass ich eine falsche Zahl eingebe. Ja, müsste auf jeden Fall die richtige addierte Zahl sein für mich. Nein, ist Oh, falsch. okay. Okay, dann funktioniert das nicht. Okay, dann musst du mir auch, und du kannst es dir für später aufheben, was es Es gewesen hätte sein sein sollte. können. Aber das ist eigentlich die einzige Möglichkeit für mich gewesen. Moment. Ich muss mal nochmal die Aufstellung stellen. Ja. Siehst du einen Kuchen in Form einer Sie mit einer geraden Linie durchschneiden. Damit zwei Zahlen entstehen, ne? Ich glaube, ich hab's. Warte mal. Ich glaube, ich hab's. Eine gerade Linie, damit zwei Zahlen. Wieso? Was hast du vorher gedacht, dass das. Ich hab's, glaube ich. Darf ich Weil. es probieren? Ja, jederzeit. Du hast es sowieso schon mal falsch gehabt. Ja. Nein! Okay, das ist Habe schön. hab ich. Warte mal. Aber meiner Meinung nach war die Lösung richtig. Habe ich es falsch eingegeben? Nee, habe Musst ich du nicht. gucken. Okay, dann ist es das wohl Hä? nicht. Aber. Ich Meiner guck Meinung nicht nach hin. ist das voll logisch. Okay, also. Zwei Zahlen müssen rauskommen. So, Leute, ich zeige euch das nochmal in meinen Notizen. So. Dass da überhaupt zwei Zahlen rauskommen können, irgendwie, das ist. Also ich kann mir das halt. Und jetzt ist am Ende ist eins richtig, ey. Ich bin dann sauer. Nee. 1 und 0, nee. Also bei Vor meiner allem, dann wäre die Lösung. 0 ja so abgeschnitten. Ich glaube, es kommt tatsächlich irgendwie. Bei meiner Lo.
Meiner Meinung nach ist meine Lösung wirklich richtig. Oh, was könnte denn das sein? Ein gerader Schnitt. Das ist so fies. Oh Gott. Also ich habe jetzt mal in meinen Notizen notiert, was meine Idee war. Dann musst du ihn mit einer geraden Linie durchschneiden. Mhm. Hätte ich gemacht! Damit zwei Zahlen entstehen. Mhm. Wie kannst du den Kuchen schneiden und das größtmögliche Ergebnis erreichen? Oder wollen wir einen Tipp nehmen? Ich würde einen Tipp nehmen, weil ich habe zwei Lösungsansätze gehabt, die meiner Meinung nach, vor allem der zweite, richtig war. Die Zahlen, die du beim Schneiden des Kuchens erzeugst, sind beide einstellig. Wow! Okay, damit ist meine zweite Lösungsmöglichkeit falsch. Okay, keine zweistelligen, die dabei rauskommen. Ja, das ist ja. Trotzdem. Wird auch schwierig mit einem Schnitt. Doch, geht. Hatte ich nämlich schon. Also sie sind beide einstellig. Okay, das heißt. Ja, aber das habe ich mir jetzt auch gedacht, nachdem meins falsch war. Hm. Eine 3 sehe ich da schon gar nicht drin. Also das wird nicht sein. Nach einer 4 sieht es auch nicht aus. Eine 8 sehe ich da drin auch nicht. Noch ein Tipp? Warte mal, ich versuche mal kurz. Hm. Kannst du ja vielleicht auch versuchen. Ich habe mir jetzt das mal in Notizen nachgemalt und versuche gerade mit einem Stylus das so irgendwie zu durchtrennen und dann zu gucken, ob ich irgendwo eine Zahl rauskriege. Oh. Ja gut, das kann man eigentlich auch mal machen, ja. Irgendwie? Ich komme nicht drauf. Zweiter Tipp? Okay. Geht man eine 6 und wird eine 9 draus? Ja, wow. Ja, okay. Also eine davon wird dann wohl eine... Das habe ich mir gedacht. Aber was ist das andere? Aber selbst wenn man daraus... Dieses Rätsel hat richtig Biss. Okay, das ist es nicht. Gut, ja. Aufwärmen, also, oder? Nee, muss nicht sagen. Okay. Genau, das wäre jetzt gemein. Ich weiß deins ja auch nicht. Ja, deswegen. Also muss nicht sagen. Okay. Ja, wenn man eine 6 umdreht, wird eine 9 draus. Das ist ja, ja wohl... Ja, aber das ist ja... Klar, so... Ich hätte wieder eins, aber ich bin mir nicht sicher. Ein gerader Schnitt, mit dem man eine... Oh Gott. Ich glaube wieder, ich bin mir aber halt echt wieder nicht sicher. Mhm. Es kommt darauf an, wie groß die 6 ist. Ja. Aber ich will halt jetzt auch nicht die ganze Zeit ausprobieren. Ja, eben. Aber ich, also, wenn du eine Lösung hast wieder, dann gebe ich meine ein, die ich gerade habe, wenn ich keine bessere Liste angefunden habe. Hm. Oh, das ist so böse. Noch ein Tipp? Okay. Aber wenn... Warte mal, ich schreibe mal kurz... Wenn der Tipp ist... Warte mal, ich kurz. Ich schreibe immer Notizen jetzt, was ich denke für eine Zahl, die es ist. Okay. Und wenn der Tipp jetzt so doll ist, dass du jetzt sofort weißt, welche Zahl, dann kriege ich aber den Punkt. Okay. Wenn es die Zahl ist, die ich jetzt in meinen Notizen habe. Okay. Also, beziehungsweise, ich würde ja jetzt noch einen, Na, wenn es dann nur um Schnelligkeit geht, wenn wir beide dann... Ich sag mal so, ich sag dir nach dem Ganzen, falls es richtig okay. ist, sage ich dir noch was dazu. Okay. Weil den, also, ich
Ich würde sagen, wenn du es richtig hast, können wir nochmal auf jeden Fall drüber reden. Ja, also ich habe jetzt den Hinweis. Ja. Ich habe den Hinweis jetzt genommen. Weil ich habe bei mir auch was drin stehen jetzt in der Notizfunktion, deswegen. Ach so, hast du jetzt ja, einen? Ja. Okay, dann mache. Schneide gerade, damit zwei Zahlen entstehen. Überlege, wie du schneiden musst, damit eine 9 entsteht, ja. Ja, dann hast du selber wie ich, oder? Wahrscheinlich. Probieren wir es mal. Ja. Ich fresse solche Rätsel zum Frühstück. Nein! Was? Ich bin wohl mit der falschen Pfote aufgestanden. Ja, leck mich doch. Ach Gott. Meiner Meinung nach ist immer noch meine zweite Idee richtig. Okay. Was soll denn noch rauskommen, außer einer 9? Na, wie soll denn noch eine 9 rauskommen? Zwei 9? Meinst du? Das geht nicht. Was könnte man denn alles in eine 9? Ja, okay. Oh, stimmt. Oh, bin ich dumm. Oh, bin ich dumm. Ah, natürlich, ja, ja. Oh, hey. bin ich dumm. Meine erste Idee, nur anders abgewandelt. Oh, meine zweite Idee, nur anders abgewandelt. Ich hab gedacht... Ja, aber jetzt ist die Frage. Kein Punkt, oder? Kein Punkt, ich würde auch sagen, kein Punkt. Also, weil ich hab halt gedacht, okay, das ist voll... Oh! Hätte ich nicht das, so ein Problem gehabt, hätte ich es vorher schon gewusst. Weil ich habe gedacht, wenn du es umdrehst, also wenn es wieder eine 6 ist, ist es ja quasi eine 10. Aber halt eigentlich erst, wenn du es durchschneidest. Und ich habe gedacht schon, wenn du es dann so quer durchschneidest, dann hast du ja zwei Zähnen. Ah. Und deswegen habe ich 20 eingegeben. Ah. Aber ist ja klar, es ist ja dann eine 9. Ja, oh. Deswegen, ich hätte es eigentlich schon gehabt, hätte ich nicht gedacht, das wäre eine 10. Okay, also ja, entweder eins für beide oder keins für beide. Würde ich jetzt sagen. Ich würde sagen, keiner. Ja. Wir haben es ja auch nur mit Rätsel geschafft. mit Hinweisen, ja. Ja, aber ich bin auch schon auf die Idee gekommen, mit einfach in der Hälfte so durchschneiden. So und ich sag noch 2,9. Da hätte ich es mir fast voll verbaut. Ja, oh mein Gott. Würfeln, ne. Nee, das ist so lucky. Nicht. Ja. Aber klar, in der Mitte durchschneiden. Das, oh, das, ist so das so. War mir schon klar, dass das irgendwie vielleicht mit der Mitte durchschneiden. Hm. Aber ich habe gedacht, eine 10. Hm, Frühlingsrollen mit Rind. Ja. Hm. Ah, jetzt wird mir die Lösung klar. Nein, ja, sehr knifflig. Ja. Als Konditor kann ich es nicht unterstützen, dass Kuchen so geschnitten werden. Ja, eben. Ja, das eben. Ist das. Das ist nämlich das, was ich auch finde. Das, so sollte man Kuchen nicht schneiden, dann würde ja die Füllung. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Also, was machen Sie bitte denn heute hier? Mein Bruder und ich gehen heute aus. Ja, also, nee, das bist du. Oh, also hat die Konditorei heute nicht geöffnet? Ach, seufzt du doch noch ein wenig lauter, Nadelstreifen. Vielleicht haben sie es nicht gehört. Und was ist mit dem Elizabeth Tower? Denn den am Good Wednesday... Nie Wartungsarbeiten an den Uhren oder am Big Ben durchgeführt? Nein, ja, manchmal, aber ich habe gestern schon alle Uhren genau eingestellt. Heute habe ich frei. Mein Bruder und ich haben normalerweise nie gemeinsam frei. Trotzdem versuchen wir zumindest hin und wieder etwas zusammen zu unternehmen. Na, das klingt doch super. Nein, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich überlege, ob wir nicht stattdessen zu Hause bleiben und uns entspannen sollten. Aber mein Bruderherz will ausgehen. Also bleibt mir da wohl keine andere Wahl. Weil ich darf nur mit ihm mitgehen oder auf meine Arbeit. Aber ansonsten sind wir unzertrennlich. Oder so. Manchmal macht man lieber einen ruhigen Abend daheim, nicht wahr? Ja, eigentlich könnten wir das auch mal machen. Wir müssen ja heute nicht arbeiten. wer das Arbeit nennt. Ich müsste mal umstellen, ne? Mhm. Was treibt Sie denn heute hierher, Frau Detektivin? Wollen Sie etwas von uns? Naja. Naja. Wir wollen Inspektor Hastings einen Gefallen tun. Er steckt in einer kleinen Zwickmühle. Nein, ja. Vorsicht, Kat, das ist ansteckend. Naja, heute hat seine Frau nämlich Geburtstag.
Aber er war so damit beschäftigt, Fälle zu lösen, dass er vergessen hat, ihr ein Geschenk oder einen Kuchen zu besorgen. Nein, ja, der Mann hat einfach zu viel zu tun. Er läuft immer herum wie ein kopfloses Huhn. Und dann fällt er um wie ein kopfloses Huhn. Wir sind dem Inspektor sehr dankbar. Wie können wir dem denn helfen? Oh nein, wir wollen ihm keine Umstände machen. Sie wollten doch gerade gehen, oder? Wir bekommen das schon irgendwie hin, denke ich. Dann viel Erfolg. Kaufen Sie bitte ein schönes und tolles Geschenk für die Frau des Inspektors. Danke, wir geben unser Bestes. Ich hoffe, Sie beide haben viel Spaß heute Abend. Ja. Nein, ja.